Und damit willkommen zurück zu Die Prinzessin und das Schwein. Mit Mission 5, Die Schöne und das Biest. Passend. Wir wissen doch, wer der Schöne ist und wer das Biest ist, nicht wahr? Natürlich hier, passend gegliedert, der Schöne und das Biest. Nein, natürlich nicht. Das Wildschwein und die Prinzessin von Florenz. Na gut, ich meine, eine Frau kann gerne mal den Beinamen das Biest haben. Ja. Im Übrigen, zu dieser Mission wurde mir gesagt, wenn wir uns klug anstellen, dann ist die Mission easy peasy. Das heißt, wir werden noch in circa 6 Parts oder so hier sitzen. ja, eigentlich ist die Schwierigkeit hier nicht sehr hoch, würde ich mal sagen. Nah am Eisen oder? Ich würde eigentlich sagen, lieber nah unten bei den Steinen. Steinen. Machen wir mal hier hin und den Kornspeicher da oben. Dann Holz, mal ein bisschen mehr. Machen wir erstmal doch ein, zwei Obstgarten zum Start. Holz. So, dann mal gleich den ersten Steinbruch, ist wichtig. Der Steinbruch muss auf Steinvorkommen gebaut werden, mein Herr. Ach Mensch, danke. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich muss mich entschuldigen, lieber Berater. Häuser reicht erstmal eins. Dann müssen wir gleich mal gucken, Militär. Ja, sobald... Wenn wir hier wunderbar... Mach mal die Waffen, kommen wir da rein. Wenn wir wunderbar gleich abgrenzen, ist alles gut. Dann sind wir total glücklich. Denn wenn wir hier einen großen Turm hinkriegen, können wir dem Schwein, glaube ich, alles wegballern mit Bogenschützen, weil wir einfach die Reichweite haben, die nötige. Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Jetzt habe ich ganz allein rausgefunden. Dass sich das nicht von selbst macht? Nein. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich steige später auf Getreide um. Ich nutze das Holz jetzt dann doch lieber, das reinkommt. Dafür aus, jetzt schnell das Stein ranzuschippern. Ja, die ersten Bogenschütze kommen mal hier rauf. Wer greift früher an? Das Schwein oder die Prinzessin? Ich glaube, das Schwein greift früher an. Bogenschützen in Bewegung. Ja, wir starten halt mit wenig Startguthaben. Ich glaube, ja, es ist eine Idee, hier erstmal mit ganz normalen Ringmauern zuzuziehen. Wir brauchen halt bloß noch einen guten Winkel, wo wir schießen können. Ich glaube, hier können wir tatsächlich mit dem Turm da schützen etwa. Statt hier vorne. Einfach hier und dort vorne ist eine Mauer. Beim Schwein würde ich so weit gehen. Ich weiß nicht. Nee, beim Schwein würde ich hier meinen Turm machen. Wir haben fast keine Nahrung mehr. Ach du Heiliger, haben wir wenig Stadtgüte. Wir brauchen mehr Obstgärten erstmal. Mit Obstgärten kommen wir erstmal klar, würde ich sagen. Wir gehen dann später auf Getreide. Aber erstmal wirklich, wie gesagt, das Stein doch besser nutzen. Ne. Das Holz besser nutzen für Stein. Jetzt habe ich's. Tal. Mein Sprach heut nix gut. Und wir nix glücklich mit sein Sprach. Mach mal einfach mal zu. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Bitte kommen Sie später wieder. Das kann da nicht platziert werden, my lord. So. Danach gucken wir mal. Mehr Steinbruch. Kriegen wir zwei... Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn wir von Anfang an ein bisschen cleverer platzieren, kriegen wir einen mehr hin. Das heißt, für mich ist die Sache grundsätzlich ausgeschlossen. Mann, ey. Man kann auch mal ein bisschen an Seniorenfreundlichkeit denken oder sowas in der Art. Utwin-Freundlichkeit. Es sollte eigentlich Utwin-Ermäßigung geben. Genauso wie Rentner oder Studenten soll es auch Utwin-Ermäßigung geben. Euer Zeichen, Sire? Ich bin dafür. Hey, eine Stimme hat man schon mal. Oh, sie leiden unter schwerer Utvitis. Ja, da kann ich's verstehen. Sie brauchen Hilfe, armer Mann. Ich brauche noch ein bisschen Holz für mehr Bauern. Das Schwein kommt. Und ich glaube, wir können die nicht von den Mauern wegschießen, oder? Aber gut, bis sie sich durchgekloppt haben, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir werden angegriffen. Gehen in Stellung. Jetzt kommt sie von beiden Seiten. Wir müssen halt dem Wasch widerstehen.
super. Gut, das kriegt Lordi auch noch hin. Lordi, das schaffst du. Glaube an das Herz der Karten. Oder so. Haus, ich wollte noch ein Haus. Da war was. Ich erinnere mich. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Haut erstmal so hin. So, Lordi, du kommst mal hin und sagst denen, ja, dass du dir das überhaupt nicht gefällt. Dass die da einfach vor deiner Wohnung rumcampen. Die Bogenschützen kommen erstmal runter. Ja, jetzt kommt doch die Lanzenträger hier. Ach, hört doch auf, mich zu verarschen, Leute. Könnt ihr die wenigstens treffen? Na wunderbar. Die nächsten kloppen sich durch. Nee. Wir sind eure Leute. Bogenschützen wenigstens schon mal in Position. Die Burgwelle durchbrochen. Wir bewegen schießt sie schön an, wenn sie dann durch wollen. Ach, die machen einfach weiter die Welle kaputt. Was seid ihr für Arschlöcher? Boah. Überhaupt nichts von Sozialität gehört oder so. Nee. Bereit machen. Haben sie uns in der Fremdwortschule nicht beigebracht? Ich glaube, wir brauchen Armbrüste. Erste. Zack. Und dann am besten noch gleich Rüstungen dazu. So, jetzt kriegt Lordi eigentlich gute Rückendeckung. Bei Rückendeckung muss ich irgendwie immer an Dick Features denken. Wer es kennt. Rollenspiele. Achtung, hier kommt ein Pfeil. Ah. Blue versucht den Turm hochzuklettern. Und Red gibt ihm Rückendeckung und schießt ihm die ganze Zeit Pfeile in den Rücken. Einfach herrlich. Naja, kommt, das geht doch. Bitte, ist das alles, was ihr könnt? Genau. Was zum... Ach, die kommen jetzt hier lang. Die haben gemerkt, dort ist es gemütlicher. Ihr Schweine. Ihr Prinzessinnen. Oh oh, die werfen jetzt gleich ihre Speerchen. Jep. Und es hat wehgetan. Okay, ja, wir haben nur einen verloren. Das ist akzeptable. Le akzeptable. Ich kann meinen Turm auch dahin machen und mach die Mauer ein bisschen weiter hinten zu. Ja, komm, das ist eine Idee, oder? Machen wir die Mauer nochmal weg und machen sie ein bisschen weiter hinten nochmal hin. Etwa so. Zack. Und hier ist eigentlich auch dicht. Es sei denn, die kommen da hinten. Ich glaube nicht, dass sie da durchkommen. Wenn wir dann hier hin machen, dann müssten die normalerweise schießen können. Dahin. So, dann hätte ich mal gerne meine erste Eisenmine plus Joch. Wie schaut's mit Nahrung aus? Vorräte wachsen an, gut eigentlich. Komm, dann gehen wir mal eins hoch und machen noch ein paar mehr Steuern. Das ist aber auch nur kurzzeitig so, wegen dem plus 10. Nee, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Nee, ich muss so gehen, dass das hier mal bald weg ist. Sehr lange hält es hier nicht mehr. Ich bin gerade überlegen, ob wir hier noch irgendwas anders machen wollen. Aber hier will ich ja mit dem Turm sowieso dahin platzieren. Den machen wir auf jeden Fall auch als erstes. So beeilet euch, ihr dummen Ochsen. Habt uns dumm genannt, wir streiken. Nein. Fünf Landsknechte. Die könnten wir im Notfall eigentlich auch noch gebrauchen. Die packen wir mal da unten mit hin. Um den Streitkolbenkämpfern ein bisschen was entgegenzuwerfen. Eure treuen Bogenschützen. Dann kommen die Bogenschützen hier nochmal wieder hoch. Weil hier machen wir zuerst den Turm hin. Das heißt, hier unten sind wir bald gut verteidigt, aber da oben gibt es noch Probleme. Wir sind eure Leute. Das Problem mit dem ersten Turm. Aber bald haben wir ihn. Bald ist er da. Eigentlich könnten wir den Turm... Da haben wir eigentlich schon den Aufgang, den schönen, passenden. Ich mache ihn trotzdem hierher. Wir können da irgendwie mal eine Mauer rüber machen oder so. Wir könnten auch mal... Nee. Steine für die Kirche? Nee. Erstmal nicht. Nach Möglichkeit gehe ich, wie gesagt, bald auf Getreide um. Aber bis dahin muss erstmal vieles anderes laufen. Unter anderem die Verteidigung. Wir kriegen noch keine... Wir haben noch gar kein Eisen. Ist ja klar, dass es noch nicht funktioniert. Die hatten gar kein Stadteisen. Jetzt müsste es klappen. Jawohl! Will der Sklavenkönig jetzt sagen. Und ich auch. Dann machen wir gleich noch eine Treppe dazu.
What Souls. Platziert werden, my Lord. Und hoch. Normalerweise dürfte er nicht schießen können, aber ich dürfte ihm was wegpiu-piuen können. Wegpiu-piuen, ja, ist professionell ausgedrückt. Jawohl, sehr schön. Gebt uns nur ein Ziel. Genauso sieht man es doch gerne. Und Frau hin und wieder auch. So, sehr schön. Eine Seite ist eigentlich relativ gesichert. Man darf nicht vergessen, wenn er jetzt hier mit Armbrustschützen kommt, haben wir trotzdem ein kleines Problem. Ja, nicht nur ein kleines. Machen wir jetzt mal noch ein paar Bogenschützen hin, die ein bisschen Deckung geben. Landsknechte können jetzt bitte hier hoch. Und dann können wir doch mal langsam dran denken, hier schon mal alles für Getreide einzurichten. Das machen wir mal da unten hin. Numero uno. Müsste doch eigentlich so hinhauen, wenn ich so mache. Numero dos kommt dann gleich dazu. Wir können zwar schon ein bisschen anballern, aber nicht endgültig. Aber wir können natürlich dieses gute alte Stückchen bauen und einfach mal alle weg snipern da oben. Ich glaube, das mache ich. Finde ich eine klasse Idee. Ich glaube, ich gehe mal so runter. Wir haben langsam ernsthafte Probleme. Immer schön zwischen Kornspeicher und Vorratslager, das funktioniert schon. Mache ich schon eine kleine schöne Bäckermeile auf dem gesamten Weg. Dann passt das schon. So, dann können wir jetzt langsam mal umstellen. Sobald wir noch ein bisschen mehr Holz haben, mache ich die ersten Getreidefarmen. Alter Falter, jetzt geht's schon wieder los hier. Ja, ich brauche jetzt wirklich... Eure treuen Bogenschützen. Den Turm. Aber dafür brauche ich immer noch Steine. Und welche zu kaufen, das wird zu teuer. Ich glaube, clever platziert würde da wirklich eins mehr hinpassen. Doof, aber geht ja noch irgendwie. Das haben wir soweit noch verteidigen können. Das hier haut auf jeden Fall wunderbar hin. Schwein wird jetzt auch ziemlich unter Druck gesetzt, weil hier niemand vorbeilaufen darf, ohne beschossen zu werden. Der Ochse hat es gerade sehr schön demonstriert. Danke, lieber Ochse. Hast du fein gemacht. Mal wieder zumachen. Dann kommen wir auch nochmal zu. Flieht jetzt, Ritter. Solange ihr noch die Chance dazu habt. Nettes Angebot, aber ich muss ablehnen, werte Dame. Ich meine, wohin soll ich denn fliehen? Ich kann nur da lang fliehen oder da lang fliehen. Bei beiden Fluchtmöglichkeiten werde ich umgebracht. Euer Zeichen, Sire? Na gut, wenn ich bei dir fliehe und der Tod durch Snooze nur erfolgt, dann kann ich vielleicht noch mein Auge zudrücken, aber ansonsten... Nee. Ich wollte noch Getreide. Machen wir schon mal die ersten Umbaumaßnahmen. Ist ja eigentlich egal, wie ich es platziere. Ist ja nur was fürs Auge. Aber hier könnte man, glaube ich, ein bisschen Platz schaffen. Seht euch mein Werk an. Ich habe Platz geschaffen. Weil er ist ja genau, wir müssen sie schon anschießen können. Und sie uns auch. Ja, ganz klasse. Da kommt sie mit Schilden an. Unglaublich, die Frau. Und mit Katapulten. Aua. Also ich... brauche wirklich die ersten Armbrustschützen. Die gar nicht auch sparen würde noch. Waffenschultern. Haben wir es schon. Ja, ganz knapp. Eine Lieferung. Aber... komm, wir machen den Turm trotzdem schon mal hin jetzt. Och nö, Feinde. Oh Mann. Gut, Katapult kommt jetzt näher. Kann es mir auch egal sein. Neue Befehle. Ihr schießt alle aufs Katapultos. Ganz ehrlich, ich spare mir den Stress und mache hier auch einfach her. Wegen jetzt seitlich reinschießen und blablabla. Ich brauche halt noch einen Treppenaufgang, aber das kann ich hier noch verbinden dann gleich. Spare ich mir wenigstens das Geld für die Treppe. Ich brauche halt noch meine Steinlieferung, bitte. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Herzlichen Dank, würde Slavenkönig jetzt sagen. Eine Nachricht der Prinzessin. Ergötzt ihr euch an menschlichem Elend, Ritter?
Weichet von mir. Wir brauchen mehr. Toll. Und schon haben wir es wieder bei ihr versaut. Wahnsinn. Ich werde euch jeden Knochen brechen. Ein, zwei Menschen gemeuchelt und schon ist man wieder bei der Madame unten durch. Wunderbar. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Sie. Bogenschützen, bereit machen. Lässt einem auch nie seinen Spaß und seine Hobbys. Nö. Nur weil ich hier nur wieder gerne Leichen angucke. Na gut. Vielleicht hat sie ja mehr gesehen. Achtung, unsere Bögen werden sinken. Oh Mann, warum kommt ihr denn schon wieder? Kann ich nicht hin, es geht doch, warum? Geht nicht, Sire. Ja doch, es geht. Leute, lügt mich doch nicht an. Wir sind eure ich schon von meinen eigenen Truppen belogen. Achtung! So. Prinzessin schießt uns nicht an. Alles ist gut. Hier ist Ruhe. Und dort mache ich dann gleich noch meine schöne Turmballiste hin, die ein bisschen herumschießt. Das könnte ganz interessant werden, weil sowas haben wir eigentlich auch bisher noch nicht gemacht. Ich erkenne gerade so eine kleine Lücke in meinem Plan. Irgendwo muss ich ja auch raus. Will ich hier offen lassen? Da kommen ja die Leute durch im Prinzip. Deswegen kann ich hier mal doch so einen Vorhang, eisernes Vorhangstor machen. Dann mache ich hier zu. Überhaupt nicht komplex, nein. Und dann hier zu. Hat doch auch irgendwie mal was. So, als nächstes stellt sich die Frage, wie ich euch töten will. Ketchup oder Mayonnaise. Getreideumstellung, da war noch was. Ich kann mich erinnern, da wollten wir noch was tun. Na, so viel Platz sparen können wir hier leider nicht. Das war's dann schon. Vor allem schon mal ein bisschen Mehl. Machen wir noch eine weitere Bäckerei hin. Nummer 4. Dann gucken wir nach weiteren Getreidefarmen. Das muss jetzt langsam alles ins Rollen kommen. Ja, nicht wie das Schwein. Das kommt auch schnell ins Rollen. Einfach einen Berg runterschubsen. Sire, bemannt die Brüstung! So. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire. Ich glaube, wir können sogar mal wirklich diesen Schritt jetzt gehen. Wir werden angegriffen. Die Truppen des Schweins greifen an. Oh nein. Ja, jetzt kriegen wir Holzprobleme. Die Holzfäller da unten können schon mal nicht mehr großartig was tun. Die können weg. Bald müssen wir uns unsere Holz ständig kaufen. Das geht ins Geld. Dafür können wir aber hier ein bisschen Getreide... ja, tolles Getreide, nicht wahr? Das wird schön erstmal noch in der Mühle zermahlen. Dann bricht erstmal schön die Mühle auseinander beim Versuch. Wunderbar. Die Truppen der Prinzessin greifen an. Unser Eisen verkaufen. Ihr wisst schon. Baum und so. Okay, das haut noch hin. Dann könnten wir langsam mal schon mal fast auf die zweite Mühle gehen. Ich hoffe, auf kurz oder lang wird jetzt eine zweite Mühle benötigt. Und wir können jetzt mal doch schneller gehen. So, meine Freunde. Getreide kommt rein. Zweite Mühle muss dann auch gleich stehen. Kirche können wir jetzt mal drüber nachdenken. Nicht nur drüber nachdenken, wir können es auch mal tun. Ist eine Idee. Dann machen wir hier noch Kerzen. Dann kriegen wir hier auch noch ein bisschen Beliebtheit dazu. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Ja, die wir jetzt gleich brauchen werden, weil wir müssen wieder von den Rationen runtergehen, bis das Brot richtig anfängt zu laufen. Wir brauchen noch eine zweite Mühle und noch mal gut 4 weitere Bäckereien, dass das wirklich akzeptabel laufen kann. Bis dahin bin ich nicht glücklich. Nein. Wir haben sogar schon echt erste Produktion. Das ging ja echt fix. Oh Gott. Das mit dem Holz sieht nicht gut aus. Müssen wir hier runtergehen? Eigentlich müsste die Religion... Ja, die jetzt sorgt... nicht wirklich für einen nötigen Ausgleich. Produktion, Konsum. Ne, wir müssen erstmal wieder zurückgehen. Müssen wir dann gleich nochmal versuchen. Dann kaufen wir jetzt nochmal ein bisschen Holz ein. So. Dann machen wir mal alles, was notwendig ist.
haben wir hier. Machen wir nochmal ein Haus mehr, weil die Bevölkerung brauchen wir jetzt. Eine Nachricht der Prinzessin. Ich habe gehört, dass ihr gut seid. Das werden wir sehen. Aber natürlich. Willst du dich vergewissern? Komm gerne vorbei, jederzeit. Ich hab den Kaffee schon aufgebrüht. Tee ist auch da, wenn du was trinken willst. Sein, du willst es alles ein bisschen schneller angehen lassen. Da können wir natürlich. Ach so. Du willst mich angreifen. Frauen und ihre Prüfungen. Das wird ja immer schlimmer, ey. Na gut. 4 Armbrustschützen kommen da hoch. Die kommen noch mit dahin. Wir sind bereit. Das war eigentlich meine Idee. Du blöde Kuh. Nein, schießt sie nicht mehr. Die hat nur auf die Mauern geschossen. Verstehe. Gut, dann soll das so bleiben. Dann lasse ich das so. Und da werfen sie wieder hoch. Das ist nicht ungefährlich, was die hier macht. Auf Dauer wird mir das vielleicht den Hals brechen. Da gucken wir mal, dass das hier alles mal langsam ein bisschen läuft. 1, 2. Nahrung geht endlich voran. Hier können wir hochgehen. Ja, wunderbar. Jetzt geht's endlich los. Jetzt geht's los. So, nochmal einmal Kerzen. Wir werden angegriffen. Dann können wir eigentlich ja noch Bier machen, aber ich möchte jetzt nicht über. Läuft's mit Getreide? Ja, Getreide haben wir eigentlich genug. Lass ich die Apfelplantagen einfach, dass hier nur wieder noch ein bisschen Abwechslung drin ist. Für Beliebtheit. Schöne Bäckereimeile. So, hier können wir eigentlich wieder jetzt Bewohner sparen. Wir brauchen es nicht mehr. Wir können uns aber auf jeden Fall mal einen Marktplatz dann bald holen, um Holz automatisch zu kaufen. Eine Nachricht der Prinzessin. So, ihr geht jetzt schnell hoch, so schnell es geht. All das Blut und die Eingeweide. Jetzt schießt es ihn doch. Bellende Gehirnmassen. Alter. Bäuche, verkohltes Fleisch. Bewegung. Kann man das auch studieren, wie man sich am effektivsten unattraktiv macht? Ist ja Wahnsinn. Das ist nicht das, was ich hören will. Die Frage ist, was will ich hören? Essen ist fertig, vielleicht okay. Da drücke ich noch ein Auge zu. Aber doch nicht sowas. Waffen werden benötigt, Sire. Prüf die Waffen. Alter, Hauptsache ich krieg schon mal gleich einen Speer ins Gesicht, wenn ich hier rauskomme. Das ist ja wie im Real Life, wenn ich die Tür aufmache. Ich wohne direkt neben so einem wild gewordenen Indianerstamm. Kommt dir schon mal vor.